Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Heute ist Sonntag und ich wollte eigentlich schon längst auf dem Weg Richtung Spreewaldring sein. Hat nicht so gut funktioniert, aus mehreren Gründen. Wir hatten erst noch so ein bisschen Verladethematik bei Benny und jetzt dachte ich eigentlich, ich schmeiß kurz meine Gurte ans Auto und wir fahren los. Nein. Mir ist gerade Folgendes dabei aufgefallen, ich zeige euch das mal einmal kurz und das ist wieder so ein richtig schönes Beispiel, wie es laufen kann, wenn man alles toll plant und am Ende die wichtigsten Sachen vergisst. Und zwar habe ich folgende Problematik. Das ist noch die bessere Seite. Ich zeige euch mal die andere Seite. Also, ich bin wirklich schmerzfrei, was das angeht. Ne? Also, wenn jetzt ein Reifen ein bisschen platt ist oder ein bisschen glatt, scheiß drauf, ne? Geht noch. Aber damit fahre selbst ich nicht mehr. So, jetzt gibt es also zwei Varianten. Die eine ist, ich schmeiße meinen Civic wieder vom Trailer runter und fahre auf Achse dahin. Allerdings, naja, also für hier ein bisschen auf der Ecke rumgurken geht das noch so, ne? Aber damit auf der Straße zu fahren und zwar eine deutlich weitere Strecke. Wie funktioniert das hier mit der GoPro so? Die GoPro ist übrigens auch nur geliehen, also ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Jetzt eine weitere Strecke damit fahren, das sind so 400 Kilometer. Auf der Straße mit dem Auto im Rennmodus fühle ich nicht so. So, deshalb habe ich mir jetzt folgende Lösung überlegt. Wir haben da vorne ja noch unseren Hawk STI stehen. Und hier sieht es aus wie Sau, aber das ist ein anderes Thema. Und dieser Hawk STI hat vorne. Was ist hier los? Oh, okay. Das Display hat sich nur ausgeschaltet. Alles gut. Dieser Hawk STI hat hier vorne die XX rundherum XXR-Räder drauf und auch in ziemlich breit. Der Reifen ist natürlich nicht so breit und der Reifen ist auch todesgestretched. Aber das sind die einzigen Räder oder die einzigen 19 Zoll Räder, Reifen, Felgen, wie auch immer, die hier rumstehen, die man nehmen könnte. Scheiße, ich kann sie doch nicht nehmen. Weil der Hawk 514 hat. Okay, ich dachte also, ich habe jetzt einen Plan. Ich habe immer noch keinen. Ich überlege jetzt mal weiter. Wenn ich einen habe, melde ich mich nochmal. Ja, meine Lieben, es kommt, wie es kommen musste. Ich fahre offensichtlich mit meinem Rennwagen zur Rennstrecke. Also meine Idee mit dem Hawk und von dem die Räder zu nehmen, die fand ich zwar ganz gut, aber ja, falscher Lochkreis. Dementsprechend habe ich jetzt alles, was ich brauche, in mein Civic geschmissen und werde jetzt mit dem Ding zum Spreewaldring fahren. Wie gesagt, ist eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht hätte, weil das sind irgendwie 400 Kilometer, es ist bullewarm draußen, das Ding hat natürlich keine Klimaanlage, es hat ein paar Fenster, ja, die kann man zum Glück auch noch runter machen. Aber der Sitz ist nicht dafür gemacht, damit lange Strecken zu fahren. Eigentlich ist nichts dafür gemacht, lange Strecken zu fahren. Jetzt muss ich also erstmal noch an die Tanke, weil, ja, sieht man nicht. Aber ich habe halt auch noch Rennreifendruck drauf, also irgendwie 1,6 Bar oder sowas. Das ist auch ein bisschen wenig für Straße. Ja, vollgetankt ist er. So. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht angehalten werde, nicht stillgelegt werde, nicht irgendwie irgendeine andere Sch passiert. Und ich werde mich garantiert unterwegs mal melden. Ja. Wünsche mir Glück und bis später. Man kann ja sagen, was man will, ne? Aber selbst mit Käfig geht in so ein Civic ganz schön was rein. So. Abfahrt. So, meine Lieben, erstes Fazit nach, keine Ahnung, 80 Kilometern oder so. Also als Reisende wäre so ein Civic doch nicht so richtig geeignet. Es ist todeswarm. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber es ist auch ziemlich laut. Ich habe jetzt gerade hier 8 Kilometer Baustelle und daher ist es etwas ruhiger im Auto. Und dachte ich mir, ich gebe mich mal nach. Ja, also, es ist todeswarm. Ich habe schon ein Ziehen in der linken Schulter vom Fenster aufmachen. Das Problem ist, mein Fenster zu, so wie jetzt gerade.
moments later. So, wir machen gerade so eine kleine Pause hier an der Tankstelle. Und da kam mir so ein junger Typ an, steht da vorne irgendwo auf dem Auto und interessiert sich jetzt für Bennys Auto und er erklärt ihm jetzt erstmal, was das alles gemacht wurde und so. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft. Ich bin ein bisschen platt, aber wir haben uns jetzt hier so eine Viertelstunde oder so ein bisschen erholt und ein bisschen abgekühlt. Ja, und jetzt geht's gleich weiter. So, wir sind angekommen am Hotel zur Spreewälderin. Offensichtlich sind wir nicht die einzigen von morgen, die hier nächtigen. Und ja, wir werden jetzt mal unser Zimmer checken. Frühstück gibt es morgen von 7 bis 8. Mir tut alles weh, also besonders mein Po und so. Und ich bin durchgeschwitzt, aber egal. Der Civic hat es heile hergeschafft. Logischerweise hat Benny es auch heile hergeschafft. Wir werden jetzt erstmal Hotelzimmer checken und dann uns was zu essen suchen. Und ja. Hallo zusammen, es ist Montagmorgen. Wir haben wunderbar genächtigt, gestern noch gespeist. Sorry, ich habe vergessen, euch das Zimmer zu zeigen. Aber ich kann hier, ne, Hotel und Restaurant zur Spreewäldlerin. Es hat ein bisschen Jugendherbergen-Charme, aber zum Pennen reicht's, ne? So, wir haben also hier wunderbar genächtigt, haben heute Morgen gefrühstückt, waren gestern noch beim Mecken. Und jetzt geht's so langsam auf die Rennstrecke. Benny hat jetzt gerade noch so ein kleines technisches Problem bei seinem Abschlepper, weil irgendwie muss er da jetzt eine Glühkerze rausnehmen und da Wasser rausspritzen und dann läuft das aber wieder, habe ich gehört. Ja, gut. So lange werde ich jetzt noch warten und dann geht es gleich los. Ich glaube, ich klemme die Kamera schon mal dahin, oder erstmal zwischenzeitlich dahin, wo sie nachher während der Fahrt auf der Strecke auch klemmen wird. Dann könnt ihr so ein bisschen euch hier die Umgebung angucken. Also, los geht's Richtung Rennstrecke. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Spreewaldring angekommen. Benny macht noch irgendwas mit seinem, weiß ich auch nicht, der hat sich einen neuen Gimbal gekauft, damit spielt er jetzt ein bisschen rum. Das ist das, was wir bisher von der Strecke sehen. Eventuell sehen wir nachher mehr, weil da fliegt schon mal eine Drohne. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang hier durchs Fahrerlager, dann geht es zur Fahrerbesprechung und ja, dann nehmen wir euch einfach mal mit. Los geht's! So, ihr seht, Klamotten sind gewechselt. Wir sind kurz vor unserem ersten Start. Gruppe 2 ist gerade schon ordentlich am Gas geben, da ist noch so ein Jahr dabei. Und ja, ich mache jetzt die Karre fertig und dann geht's loho. Ich freue mich. Da das Filmmaterial der ersten Sins nicht so richtig geil geworden ist, dachte ich mir, ich zeige euch mal direkt, wo ich sonst schon irgendwie in der dritten Runde das erste Mal verkackt habe. Ihr fahrt hier relativ schnell durch so eine S-Schikane und dann um so eine langgezogene Rechtskurve und irgendwie so aus dem Nichts bei ungefähr 90 Sachen, ja, bricht mir dann so einmal das Heck weg, es geht einmal kurz auf die Wiese und dann geht's weiter. Von diesen Schlenkern hatte ich noch ein, zwei dabei, Komfort. Wir springen jetzt einfach mal zu einer etwas schnelleren Runde in einer etwas besseren Kameraperspektive. Wie auch schon beim letzten Mal eine Runde mal mitfahren mit Audiokommentar meinerseits. Wie gesagt, ich bin kein Formel 1 oder Rennmoderator, aber egal. Wir starten also auf Startziel, fahren dann hier so eine relativ langgezogene Rechtskurve. Dann geht es gleich wieder links rum und dann fahren wir auf die Schikane zu. Das ist die Stelle, wo bei meinem ersten Abflug das Unheil seinen Lauf nahm. Das ist so eine Schikane, die fährt man so im zweiten bis dritten, also ich bin hier immer so mit 80 ungefähr gefahren, dann kommt diese ewig langgezogene Rechtskurve, die quasi hier auch noch weiterläuft und dann hinten in so einer 180 Grad Spitzkehre mündet. Hier bin ich dann einmal so im vierten Gang, ungefähr so 130, 140, dann bremst man hier wieder relativ stark runter und es geht einmal rum. Dann wieder ein Stück geradeaus und eine etwas länger gezogene Linkskurve, die auch ein bisschen komisch zu fahren ist, weil das seht ihr jetzt hier, man muss quasi hier schon anbremsen, weil die Linkskurve dann zu einer noch mehr Linkskurve wird oder wie auch immer man das bezeichnen soll. Dann kommt hier nochmal so ein schnelles, relativ schnelles Stück, fährt man so im dritten, wobei man dann hier ungefähr an dieser Stelle wieder runterschaltet im zweiten in die nächste Spitzkehre und dann geht es ins Infield. Hier folgt dann eine Kombination relativ schnell von links, rechts und nochmal rechts. Also erst links, dann hier rechts rum und dann geht es vorne nochmal rechts rum. Ist so eine Kurve, die ich mit dem Civic komplett im zweiten Gang gefahren bin und durchgehend eigentlich mit einem Rad, was am Durchdrehen war. Hier geht es dann nochmal einmal links rum und wieder rechts rum, wieder zurück auf Startziel.
Die Probleme sind wie in Padborg auf dieser Rennstrecke, zumindest für den Civic, zu wenig Traktion, weil immer das kurveninnere Rad durchdreht. Und ja, ihr habt ja beim Abflug gesehen auch so ein bisschen Probleme damit, dass das Heck so ein bisschen nervös ist. Ansonsten aber, wie gesagt, technisch sehr interessante Strecke, macht viel Spaß zu fahren und verlangt einen doch auch einiges ab, auch wenn nicht so richtig hohe Geschwindigkeiten dabei gefahren werden. So, Fiete ist dann abgeschlossen. Ich musste zwischendurch, wie ihr gesehen habt, Pause machen, weil ich einfach keinen Sprit mehr hatte. Jetzt habe ich ja glücklicherweise, zeige ich euch gleich mal, der Kunde, der von mir letztes Jahr den Accord Jury Air gekauft hat, der ist jetzt nochmal los und holt Sprit. Benny hat so ein bisschen... Ja, also Benny hat irgendwie so ein bisschen ein Problem, dass er keinen Ladedruck macht. Aber nur auf der Geraden, also eigentlich war es nicht so schlimm. Ja, ich glaube, da muss Heiko nochmal gucken und dementsprechend ist er jetzt raus. Ich habe ihm angeboten, dass er eine Runde mit meinem roten Rennwagen fahren darf. Du kannst ja auch einen halben Stint machen. So.
das waren Oldtimer Track Days auf dem Spreewaldring für uns. Ich bin alle 6 Stints durchgefahren, konnte im letzten auch nochmal meine Tagesbestzeit fahren, irgendwie 1,47 irgendwas. Es war ein super geiles Event, es hat mega viel Spaß gemacht, extrem anspruchsvolle Strecke. Ich weiß, was ich noch so alles zu tun habe. Das Heck ist immer noch sehr nervös, ich glaube, ich brauche immer noch mehr Sturz, vielleicht einen weicheren Stabi, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, werde ich die Tage mal drauf rumdenken. Für uns geht es jetzt nach Hause. Ich werde euch das hier alles zusammenschneiden. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was Brauchbares bei raus. Ich wünsche euch noch, je nachdem, wenn ich das hochkriege, nee, dann müssen wir schon wieder arbeiten. Ansonsten hoffe ich, dass ihr schöne Pfingsten gehabt habt. Denkt ans Abonnieren, Liken und so weiter. Und wir sehen uns irgendwie im Laufe der Woche. Ciao.